aus Italien. Willkommen an einem ganz besonderen Tag. Ich habe nämlich die Ehre, heute schon recht kurz nach der Neuvorstellung auf der IAA in Hannover den Neoplan Tourliner zu fahren. Es handelt sich dabei tatsächlich, auch wenn sich da vielleicht zum einen oder anderen die Geister ein bisschen scheiden können, um einen neuen Neoplan Tourliner, auch wenn er auf den ersten Blick vielen vielleicht doch recht bekannt vorkommen mag. Doch bereits auf den zweiten Blick wird klar, der aktuelle Tourliner kommt mit einem deutlich geschärften Profil. Denn sie fallen sofort auf, die verschmitzten Frontelemente, die zackigen Linien und das markante, neoplantypische Reisebusheck. Erstaunlich, wie mit einer auf den ersten Blick nur geringfügig veränderten Formensprache ein Bus derart verjüngt wirkt. Der neue Tourliner erfüllt die Umsturzrichtlinie ECE R6602. Das sollte er auch, denn diese ist ab dem nächsten Jahr verpflichtend. In der Praxis bedeutet die verschärfte Norm, dass das Gerippe 50% mehr Umsturzenergie aufnehmen muss als bisher. Beim Tourliner setzt man deshalb unter anderem bei den Gerippeverbindungen auf eine sogenannte Rohr-in-Rohr-Technologie. Bisher wurde an den entsprechenden Stellen geschweißt. Ebenfalls neu sind zwei stabile Überrollbügel an der B-Säule und am Heck. Mehr Stabilität bedeutet in der Regel auch mehr Gewicht. Grundsätzlich stimmt das, satte 300 Kilogramm wurden dem Tourliner auf die Schultern gepackt. Allerdings sorgten ausgleichende Maßnahmen dafür, dass im Endeffekt sogar 60 Kilogramm eingespart wurden. Hauptsächlich an den Kofferraumklappen, der Motorraumklappe sowie an der Bugmaske. Gut 10 Kubikmeter beträgt das Kofferraumvolumen, das ist für einen 12-Meter-Bus ganz ordentlich. Möglich wurde das durch die recht üppige Gesamthöhe des Busses von immerhin 3,84 Meter. Hinter der zweiten Klappe rechts befindet sich der Servicebereich für das Bord-WC, Abwassertank, WC-Befüllung und Motoren sind gut erreichbar. Gegen Feuchtigkeit gut geschützt wurde das Elektronikfach an der Decke des Kofferraums vorne rechts untergebracht. Über zwei Schnellverschlüsse kommt man gut an die Sicherungen heran. Hier befindet sich auch eine Dokumentation. Schaltplan haben wir ja hier mit dabei. Mal schauen, ob das mit dabei stimmt. Eine komplette Schalterbelegung. Wenn man sich nicht sicher ist, was wo hier platziert ist, ist mit Legende natürlich alles erklärt, welche Sicherung hier verbaut ist. Die Zugänglichkeit, wie wir gesehen haben, ist natürlich sehr einfach. Angetrieben wird der Bus vom MAN D2676, der bei 420 PS auf ein maximales Drehmoment von 2100 Newtonmeter kommt. Das liegt schon ab unglaublich niedrigen 930 Umdrehungen an und das spürt man. Fahren lässt sich der Tourliner sensationell gut. Es ist beeindruckend, wie satt das Fahrzeug beim Beschleunigen trotz langer Übersetzung von 2,73 nach vorne strebt. Die ohnehin ausgereifte und nun noch einmal optimierte MAN-Tipmatik leistet ihren Beitrag dazu. Insgesamt steht der größere D26 dem Tourliner ausgezeichnet. In Verbindung mit dem übrigen Kraftstrang sollen Verbrauchsersparnisse von bis zu 10% drin sein. Neuigkeiten auch beim Thema Retarder. Der kommt nun auf ein Drehmoment von bis zu 4000 Newtonmetern und neu ist auch, auf der ersten Stufe des Retarderhebels kommt erst einmal die verstärkte Motorbremse zum Einsatz. Der AdBlue-Tank sitzt hinten rechts, der Diesel-Einfüllstutzen dagegen vorn. Beides gleichzeitig tanken geht also nicht. Die Bugmaske ist beim aktuellen Tourliner in mehrere Segmente aufgeteilt. Das soll im Schadensfall die Reparaturkosten verringern. Und natürlich gibt es bei diesem Fahrzeug auch ein vollwertiges Ersatzrad. Davor befindet sich übrigens, wie hier zu sehen, der Klapper angebrachte Radarsensor für den Abstandsregeltempomaten und den Notbremsassistenten.
Tourliner hatte ja in Deutschland bisher das Problem, er musste sich gegen einen MAN Lions Coach behaupten. Und das war nicht so ganz einfach, die Positionierung, weil viele Geschichten beim Tourliner waren nicht ganz so optimal, wie es sich die deutschen Kunden gewünscht hätten. Wir haben ja beim Lions Coach einen ebenen Boden. Der Tourliner hatte immer Podeste. Da kam man nicht ganz so gut an die Gepäckablagen ran. Das ist jetzt auch Geschichte. Wir haben auch im Tourliner jetzt einen ebenen Boden und dadurch auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine exklusive Bestuhlung, also 2 plus 1 oder meinetwegen auch sogar 1 plus 1 zu realisieren, ohne umständlich nochmal an die Struktur im Innenraum gehen zu müssen. Der Fahrgastraum wurde komplett umgekrempelt. Und zwar von der Sohle bis zum Scheitel, sprichwörtlich. Trotzdem durchgehend ebenen Boden beträgt die Stehhöhe immer noch stolze 2 Meter. 44 Sitzplätze hatte der Testbus verbaut. Dabei handelt es sich um MAN Dorado. Das sind Bursa-Sitze aus türkischer Produktion. Wer es noch edler will, kann auf Kielsitze ausweichen. Ein Blick über Kopf lohnt, denn die neuen länglichen Service-Sets läuten auch hier eine neue Zeitrechnung ein. Vorbei die Zeit der Luftwalzen, willkommen praktische Funktionalität. Praktisch sind auch die neuen Gepäckablagen. Sie fallen sehr groß aus und besitzen eine indirekte LED-Beleuchtung. Dadurch wirken die Ablagen leicht und nicht erdrückend. Der Neoplan Tourliner soll im Hause MAN den Einstieg in das gehobene Premium-Segment darstellen. Beim Fahrgastraum ist das definitiv gelungen. Der Farb- und Materialmix hat beim Tourliner endlich eine stimmige Einheit gefunden. Wir haben jetzt einen CW-Wert von 0,36, also genau der gleiche CW-Wert, also der Windwiderstandswert, wie ein Neoplan Cityliner. Und da haben sich die Jungs von Neoplan wirklich nicht lumpen lassen und haben die Aerodynamikabteilung mal in die Spur geschickt und waren einige Tage sogar im Windkanal in Italien, in Turin, im Windkanal von Pininfarina. Und was da abging, was da getestet wurde, wie dort getestet wurde, das zeige ich Ihnen jetzt mal. In diesem Großmodell konnte in der Realität getestet werden, was zuvor in mehr als 100.000 Berechnungsstunden im virtuellen Windkanal, also am Computer, untersucht wurde. Es ging um Geometrievarianten, von denen dann am Ende die für die Tests im echten Windkanal ausgesucht wurden, die die Anforderungen am besten vereinten. Grundsätzlich ist ja die Aerodynamikentwicklung eine große Herausforderung, sowohl für den Aerodynamiker als auch für den Designer. Denn zum einen sollte das bekannte Design erhalten bleiben, auf der anderen Seite sollte der Luftwiderstand und damit der Verbrauch drastisch reduziert werden. Das funktionierte nur durch zahlreiche Optimierungen im Detail, so an der Front, den Spiegeln und vor allem am Heck. Durch den Einsatz am realen Modell lässt sich die Umströmung realitätsnah darstellen und das Fahrzeug als Ganzes optimieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der CW-Wert konnte im Vergleich zum Vorgänger um mehr als 18% reduziert werden. Stefan Kopp ist Leiter der Aerodynamikentwicklung für MAN und Neoplan. Er erklärt kurz, was im Einzelnen optimiert wurde. Besonderer Augenmerk bei der Aerodynamikentwicklung des neuen Tourliners wurde auf die sanfte Radiengestaltung des Stoßfängers und die integrierte Aussäule in der Front des Fahrzeugs gelegt. Des Weiteren sind die neuen Mikrospiegel so ausgelegt, dass sie ein möglichst geringes Nachlaufgebiet haben. Die Strömung soll am Dach anliegen und die Unterdruckgebiete des Daches nutzen und dadurch können wir einen sehr, sehr guten CW-Wert realisieren. Des Weiteren liegt die Strömung am Dach des Fahrzeugs an, geht über die Aufdachanlage und begleitet das Fahrzeug bis zum Heck. Hier am Heck haben wir die ganz wesentlichen aerodynamischen Einflussfaktoren, um den Luftwiderstand positiv zu beeinflussen. Ein Dacheinzug inklusive einer scharfen Dachabrisskante und seitliche Einzüge reduzieren den Luftwiderstand drastisch, indem sie die Verwirbelung des Fahrzeuges eliminieren bzw. reduzieren.
Modernste Windkanaltechnik ermöglicht es uns, die Umströmung des Fahrzeuges realitätsnah darzustellen. Bewegte Boden, bewegte Straße, dargestellt hier mit Laufbändern, und drehende Räder ermöglichen es, die reale Umströmung des Fahrzeugs darzustellen und so im Detail das Fahrzeug zu optimieren. Das Cockpit an sich ist vielen Neoplan-Tourliner-Fahrern bekannt. Da wurde nicht so viel verändert. Anders natürlich auf der linken Seite, auf der Fensterseite. Die gesamte Konsole ist neu und, was noch viel wichtiger ist, auch der gesamte Ablagebereich. In dieser Art und Weise habe ich das noch nie in einem Reisebus gesehen. Also es gibt dermaßen viel Platz für große, kleine Dokumente, für Getränke, für Kleinzeugs. Auch gut geschützt vor Zugriffen von außen. Da muss man sagen, wirklich Hausaufgaben ordentlich gemacht. Cockpit, Arbeitsplatz, Anzeigen, bekannt aus dem MAN-Baukasten. Noch ein paar Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit. Wer sparen will, muss segeln. Das schafft der Tourliner mit dem topografiebasierten Tempomaten MAN Efficient Cruise samt Freilauffunktion Efficient Roll. Hierbei schaltet das Getriebe bei leichten Gefällestrecken in die Neutralstellung, was den Kraftstoffverbrauch senkt, da Reibungsverluste minimiert werden und so die Rollstrecke verlängert werden kann. Was kostet der Spaß? 275.000 Euro werden für den sehr gut ausgestatteten Testbus fällig. Dieser 12-Meter-Bus fuhr auf zwei Achsen vor. Gleiches soll für die 13-Meter-Version gelten, die schon in Kürze erhältlich sein wird. Daneben sind aber noch weitere Varianten geplant. Es wird den Tourliner C mit einer Länge von 13,37 m sowie einen Tourliner L mit einer Länge von 13,91 m geben. Beides sind Dreiachser.